faden Sonnen über der grauschwarzen Ödnis. Ein baumhoher Gedanke greift sich den Lichtton. Es sind noch Lieder zu singen jenseits der Menschen. Den wenigen Worten der Fadensonnen lässt sich annähern, indem man sie als ein Labyrinth an Metonymien begreift. Zunächst, was ist eine Metonymie? Ein sprachliches Bild der Art von, dieses Buch will uns aufrütteln. Nein, nicht das Buch will uns aufrütteln, sondern der Autor will dies mit seinem Buch. Die Absicht des Autors wird aber auf das Buch verschoben. Verschiebung ist auch der deutsche Name für Metonymie. Um das Metonymienlabyrinth der Fadensonnen zu begreifen, stellen wir uns eine Illustration zu dem Text vor. Wir sehen eine grauschwarze Ödnis, vielleicht eine Moorlandschaft bei schlechtem Wetter. Die Fadensonnen über der grauschwarzen Ödnis erkennen wir demnach als das nicht so unvertraute Bild von Sonnenschein, der aufgrund der feuchten Luft in fadenartigen Strahlen sichtbar durch die Wolkendecke sticht. Und wir sehen einen Baum, der von einem dieser auf diese Weise sichtbaren Sonnenstrahlen getroffen wird. Ein baumhoher Gedanke kann demnach der Gedanke des Sprechers beim Anblick des Baumes sein. Dieser Gedanke greift sich den Lichtton. Er tut das weniger, als dass der Strahl der Sonne, der scheinbar vom Baum gegriffen wird, den Sprecher auf den Gedanken bringt, der noch folgt. Dieser Gedanke hat es allerdings in sich. Es sind noch Lieder zu singen jenseits der Menschen. Ist der Lichtton bereits ein Ton eines solchen Liedes jenseits der Menschen? Heißt das, das Leben, die Existenz jenseits der Menschen singt sich ihre eigenen Lieder? Etwas, was den Menschen zum Menschen macht, die künstlerische Reflexion über sein eigenes Dasein ist ihm doch nicht vorbehalten. Und wäre das ein tröstlicher Gedanke? Oder ist das nicht gemeint? Und der menschliche Liedersänger, also der Dichter, also Celan, sieht jenseits der Menschen für sich eine Art Hoffnung. Dann wäre der fadendünne Sonnenstrahl, der den Baum in der grauschwarzen Ödnis trifft, ein fadendünner Hoffnungsstrahl, ein fadenschmales Tor in eine vom Menschen erlösten Welt. Darin, dass er jenseits der Menschen seine Lieder zu singen hofft, wäre Fadensonnen eine Vorausdeutung auf Celans eigenen Freitod.